Das fanden wir in seiner Tasche. Und was? Morphium. Er hatte sich im Flughafen gespritzt. Die Dosis hat einen Saurier aus dem Sattel geworfen. Irgendwo ist wieder ein Loch auf. Schon der zweite Fall in dieser Woche. Wir können praktisch nur warten, dass uns der Zufall einen Hebel in die Hand drückt. Er wird uns zwar nicht sagen, woher er es hat, aber gehen Sie mal hin zu ihm. Ja, gesagt, er ist nicht vernehmungsfähig. Ist noch was, Herr Doktor? Nein, danke, Frau Lemberger. Guten Abend. Guten Abend. Interessant. Morphium. Na, nicht viel, aber es steht fest, dass es gestohlen wurde. Der Hebel. Wie bitte? Nein, nein, das ist nur so eine Redensart. Das halte ich für ausgeschlossen. Ihre Assistentin? Zuverlässig. Die Kleine der Anmeldung? Die ist ja fast noch ein Kind. Nein, nein, ganz unverdächtig. Niemand ist unverdächtig. Ich auch? Sie haben den ersten Fehler begangen. Leichtfertige Lagerung. Dazu wird Ihre Kammer noch ein Wort sagen. Naja, ich hätte es natürlich separat unter Verschluss halten müssen. Aber die paar Ampullen, also sie tun ja, als könnte man damit eine ganze Stadt verseuchen. Es gibt mehrere Quellen. Hoffentlich fließt Ihre dahin, wo ich hin will. Na, jedenfalls werde ich mir meine Damen einmal vorknöpfen. Das werden Sie nicht tun. Ich habe Ihnen nämlich etwas mitgebracht. Machen Sie ruhig auf. Die legen Sie an den alten Platz. Ja, und wenn die nun auch wieder... gestohlen werden? Sollen sie. Und darum zu niemand ein Wort. Fortsetzung folgt. Bin ich hier richtig? Kommt drauf an. In der Praxis von Dr. Herfahrt? Sind Sie. Name, Kasse? Darf ich mich vorstellen? Emil Lehmann. Und Ihr entzückender Name? Kasse. Sehr erfreut, Fräulein Kasse. Ihre Krankenkasse. Ach, da geht's sicher zum Herrn Doktor. Sagen Sie mir doch bitte, in was für einer Krankenkasse Sie sind. Ja, ich glaube in gar keiner. Aber ich könnte ja ihretwegen noch in eine eintreten. Also schreibe ich zunächst privat. Sehr freundlich. Da ist das Wartezimmer. Dankeschön. Ach ja. Guten Tag. Was sehen Sie mich denn dauernd so an? Mir fehlt hier chemisches Zeichen für Blei. Weiß ich nicht. Schade. Entsetzlich, nicht? Wie man als kranker Mensch behandelt wird. Warten, warten. Der Herr Doktor arbeitet auch noch in der Klinik. Er ist ein vielbeschäftigter Mann. Wirklich? Sie zittern ja. So, bitte. Ganz locker halten, ja?
Du, im Wartezimmer sitzt einer. Nanu. Was machst du denn da am Schrank? Mich hübscher. Gut, was? Du, im Warte sitzt einer. Hirn amputiert. Da zieht's einem sämtliche Nägel aus dem Sarchen. Fräulein Kasse, hat er gesagt. Blei. Meistens sind es ja die beiden ersten Buchstaben. Aluminium, A-L. Neon, N-E. Aber Blei, B-L, bl, bl, bl. Das klingt einfach nicht richtig. Blei. Was ist da? Guten Tag. Niemand hat hereingesagt. Deshalb dachte ich, es sei niemand da. Ach, da kommen Sie einfach hier so rein. Oh, ich wäre weitergegangen, bis ich jemand gefunden hätte. Ich suche nämlich etwas. Was? Chemisches Zeichen für Blei. PB. Stimmt. Achtung, Lufthansa, Flug Nummer 152, nach Frankfurt durch den Ausgang 11 Minuten. Die falsche Lufthansa Flight 152 in Frankfurt, du wählst die Left, please. Herr Seeger, ich kann Ihnen das Verlangte nicht schicken. Ich kann und ich will nicht. Ja, Sie haben ganz richtig verstanden. Sie können mir nicht drohen. Es ist aus, endgültig, vorbei. Wo hast du denn heute Mittag gegessen? Im Flughafen. Oh, schalt doch mal gleich den Anrufbeantworter ein. Das könntest du auch bald selber machen. Ich habe Angst, dass ich was falsch mache. Das geht doch ganz einfach. Hier einschalten. Dann auf Aufnahme stellen, den Hebel ganz nach vorne, dann speichert das Band. Diesen Knopf runterdrücken und einfach sprechen. Automatischer Anrufbeantworter, Praxis Dr. Herfahrt Hamburg. Telefonnummer 61 56 10. Guten Tag. Herr Dr. Herfahrt kommt erst gegen 17 Uhr wieder in die Praxis. Ihr Gespräch wird auf Band genommen. Sprechen Sie bitte. Jetzt. Nun bin ich aber baff. Sie sitzen ja noch immer da. Tja, ich lese so gern Illustrierte. Dauert das so lange? Nein, nein, Sie kommen gleich dran. Bestrahlung gibt die Assistentin. Jetzt muss ich sprechen. Herr Doktor, das Fieber ist weg. Ich habe dem Klaus trotzdem noch mal eine Tablette gegeben. Nur eine. Vielleicht sehen Sie morgen früh noch mal vorbei. Danke. Herr Doktor Herfahrt, hier spricht Schmidt. Gartenstraße. Bitte kommen Sie am Abend unbedingt. Meine Frau schläft zwar, aber ich glaube, es ist nicht besser geworden. Der nächste, bitte. Der nächste, bitte. Ach so. Ja, wenn vielleicht einer der Herrschaften vor mir reingehen möchte. Guck mal, du, der Fuß ist doch verkehrt. Ach ja, das macht ja nichts. Den machen wir wieder dran. So. Das macht. Ich ja, so. Du, das ist doch. Der nächste, bitte. Der letzte, würde ich sagen, nicht? Das ist nämlich Ihre Schuld. Guten Tag. Guten Tag. Offenbar ein ganz dringender Fall. Herr Lehmann wartet schon seit heute Morgen. Wie? Ja, dann kommen Sie mal, bitte. Dankeschön. Na, was führt Sie zu mir? Tja, wie soll ich Ihnen das erklären? Es ist... Ich mache es Ihnen am besten vor. Immer wenn ich so mache, tut es mir da hinten weh. Ja, ich weiß nicht, was Sie da eigentlich von mir hören wollen. Aber was das eben geschilderte Leiden anbelangt, schlage ich vor, einfach nicht mehr so zu machen. Aber wenn Sie wirklich so gern hier sind, wie es den Anschein hat, kann Ihnen die Schwester ja morgen etwas Höhensonne geben. Oh ja, das wäre sehr schön. Vielen Dank, Herr Doktor. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja? Ach, Sie sind's, Doktor.
Wieder was verschwunden? Nein, nein, das Morphium ist noch da. Etwas anderes ist mir aufgefallen. Ein Patient hat sich verdächtig benommen. Lehmann. Ich hoffe, es ist in Ihrem Sinn, dass ich ihn für morgen wieder bestellt habe. Gut, wir werden ihn uns ansehen. Danke. Danke, Gärtner. Und wenn es der Arzt nun selber ist? Ja, bitte? Sie wieder? Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nie wieder... Sie können mir keine Angst machen. Da sind Sie ja schon wieder. Ich bin etwas blass. Ich bekomme Höhensonne. Doch erst am Nachmittag. Zu früh ist besser als zu spät. Sie wollten doch meine Kasse wissen. Die heißt Lehmann. Gibt's ja gar nicht. Doch, das bin ich selber. Ich zahle nämlich aus eigener Tasche. Weißt du, was der unmögliche Patient heute gesagt hat? Es würde mir eine Freude sein, wenn Sie heute Mittag mein Gast wären. Wenn ich nur wüsste, was der hier sucht. Ja, mich? Der ist in mich verschossen. Ich dachte, du wärst geplatzt. Fast. Zwei Busse sind mir vor der Nase weggefahren, aber wenigstens habe ich meine Bluse wieder. Ich würde mir mal eine Reinigung in der Nähe suchen. Hat Dr. Herfert angerufen? Er kommt wie üblich. Den Anrufbeantworter habe ich auch bedient. Na, endlich. Guten Tag. Herr Lehmann zur Höhensonne, bitte. Gift drin, was? Das Hemd müssen Sie schon ausziehen. Guten Tag. Nehmen Sie dann bitte diese Brille um. Ja. Legen Sie sich hin. Wir machen 2 Minuten. Nach 1 Minute drehen Sie sich bitte auf die andere Seite. Jawohl. Fräulein Berger? Ja? Ja, bitte. Hier. Hören Sie sich das einmal an. Wir stellen den Anrufbeantworter nur ein. Hier, es kann ja der Text von gestern bleiben. Halt, jetzt haben wir gelöscht. Und mir ist Ihr Sekt etwas zu Kopf gestiegen. Was nun? Wenigstens zeichnet das Gerät jetzt auf. Müssen die Patienten eben auf den Vorspruch verzichten? Das Gerät stand die ganze Zeit auf Aufzeichnung. Wie kommt dieser Lehmann? Hallo? Sonst meldet sich immer das Fräulein. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören. Ich rufe dann lieber später nochmal an. Das war Frau Schmidt. Wie kommt dieser Lehmann? Hallo? Hören Sie mich? Ich verstehe, Sie können jetzt nicht reden. Es ist jemand im Zimmer. Ich wollte Sie nur daran erinnern. Die Anschrift ist Postlagerkarte 777A. Oder ja, was soll das eigentlich bedeuten, Postlagerkarte 777A? Ja, wie soll ich denn das wissen? Vielleicht hat sich jemand verwählt. Wie kommt dieser Lehmann überhaupt in mein Zimmer? Dieser aufdringliche Mensch. Ich habe Anneliese 100 Mal gesagt, dass Sie während meiner Abwesenheit... Ach, der liegt ja noch unter der Höhensonne. Herr Lehmann ist verschwunden. Verschwunden? Dankeschön. Guten Tag. Können Sie mir sagen, ob für Postlager Nummer 777A eine Sendung eingegangen ist? Ihre Lagerkarte, bitte. Ich will nur wissen, ob eine bestimmte Sendung schon eingetroffen ist. Das geht nicht. Machen Sie doch mal eine Ausnahme. Selbst wenn Sie von der Polizei wären, das geht nicht. Postgang, Sie verstehen? Langsam. Trotzdem, vielen Dank. Ich habe heute Nacht kein Auge zugemacht. Ich bin nervös, einfach überarbeitet. Ich werde versuchen, bei mir zu Hause ein wenig zu schlafen. Ich gehe heute sowieso nicht essen. Ich halte die Stellung. Gute Besserung! Thank you.
Ja, doch. Was wollen Sie? Wer sind Sie? Was wollen Sie denn hier überhaupt? Setzen. Wer sind Sie? Eben ist Seeger verhaftet worden. Das geht mich nichts an. Doch. Sie werden nämlich weiterarbeiten. Mit uns. So? Woher wissen Sie denn das so genau? Ich denke, Seeger ist verhaftet worden, dann ist doch alles aus. Nicht für uns. Sie begreifen immer noch nicht. Wir werden den Rest der Firma übernehmen, wenn man es so ausdrücken will. Mit dem lebendigen Inventar, wenn man es so ausdrücken will. Wenn man es so ausdrücken kann. Inventar klingt in Bezug auf Sie sehr ungalant. Aber es trifft die Sache. Woher wissen Sie denn überhaupt, dass ich einwillige? Da sind alle gleich. Oder wäre es Ihnen lieber... Mit wem telefonieren Sie denn da überhaupt? Rauschgiftträger. Hallo? Hallo? Wem verschlägt denn da die Stimme? Hallo? Der Kommissar ist heute guter Dinge. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Natürlich habe ich Sie verstanden. Das war ja gar nicht misszuverstehen. Das wär's. Sie hören wieder von mir. Wenn Sie mich schon erpressen, dann möchte ich wenigstens die Spielregeln wissen. Wie soll's denn weitergehen? Sie liefern. Nur mit dem Unterschied mehr als bisher. Ach, wie soll ich denn das machen? Soll ich Dr. Herfahrt einfach bestehlen? Ich bin in die Sache reingerutscht. Ahnungslos. Und jetzt zwingen Sie mich, ewig so weiterzumachen. Welches Wort Sie dafür wählen, bleibt Ihnen überlassen. Hauptsache, Sie liefern. Aber verstehen Sie mich doch. Das kann doch nicht ewig so weitergehen. Ein-, zweimal klappt die Sache vielleicht noch. Das kann übersehen werden. Und dabei habe ich schon immer solche Angst. Ich glaube, Dr. Herfahrt weiß etwas. Das wäre Ihr Pech. Er braucht doch nur einmal eine Kontrolle vorzunehmen. Dann merkt er den Fehlbestand. Ich kann mich dann vielleicht noch rausreden. Aber eins ist sicher. Von da an ist alles unter Verschluss. Dann komme ich an nichts mehr ran. Es wird nur noch von Fall zu Fall ausgegeben. Dann werden Sie das Zeug woanders her besorgen müssen. Wir lassen Sie nicht mehr los. Oh, bitte lassen Sie mich doch aus der ganzen Sache raus. Ich habe solche Angst. Ich bin schon immer so gehetzt. Ich kann einfach nicht mehr. Rauschgiftträger? Hallo? Sie haben mir überhaupt nicht gesagt, wohin ich das Rauschgift liefern soll. Ich kenne nicht einmal Ihren Namen. Seeger hat sich das Zeug immer selber abgeholt. Das heißt, ich wusste ja gar nicht, was er damit vorhatte. Sie können mich Leo nennen. Lieferleo? Hallo? Wer ist denn da? Hat einer wieder den Hörer nicht richtig aufgelegt. Alles klar? Wenn jemand anruft, melden Sie sich und sagen, die Ware wird umgetauscht. Bei mir in einer Stunde. Es wird niemand anrufen. Aber ja doch. Weil nämlich in Ihrem Morphium-Ampullen kein Morphium war. Man wird sich über die falsche Ware beschweren, wir kriegen Ihre Kunden zu fassen und Sie kommen in eine Überwachungskartei. Alles für die liebe Gesundheit. Bitte melden Sie sich doch. Ist etwas passiert? Hier in Störungsstelle. Ja? Ja, ja. Ein Versehen. Die Ware wird umgetauscht. Bei mir. In einer Stunde. Es geht alles klar. Sehr schön. Der Hörer ist wahrscheinlich abgenommen. Es meldet sich aber niemand. Nur so ein komisches Stöhnen. Schicken Sie doch gleich mal einen Störer hin. Ja? Ja, die Ware wird umgetauscht. Ein Versehen. Bei mir in einer Stunde. Wir klingen lieber nochmal. Das hat doch keinen Zweck. Ich habe doch gesagt, es muss was passiert sein.
Erste. Machen Sie schon auf, Sie sind der Hausherr. Weißt du, was er gesagt hat? Herein. Der unmögliche Patient Lehmann. Alias Kriminalassistent Gärtner. Und nun bin ich aber platt. Ist Ihnen gelungen? Was wollen Sie denn noch hier? Höhensonne, nur Höhensonne. Passt er? Ja. Liefer, Leo, sitzt schon. Der Anruf war gut, wenn wir nur gewusst hätten, von wo er kam. Aber wir sind durch Sie einer dicken Sache auf die Spur gekommen. Durch mich? Ja, weil Sie sich nicht erpressen lassen wollten. Erpresst du? Von wem denn? Ja, von mir, wegen der Höhensonne, das wissen Sie doch. Ach Sie, Sie haben doch heute schon Höhensonne gehabt. Tja, äußerlich, aber mein Innenleben ist so blass.